Die Bürger von Corioli fielen aus und griffen Titus und den Martius an. Wir hörten ihre Trommeln. Ich sah die Unsern zu den Gräben fliehen. Da eilte ich vor. Ich bitte dich, Tochter, singe. Oder zeige dich auf andere Weise etwas fröhlicher. Wenn mein Sohn mit mir vermählt wäre, ich erfreute mich viel mehr an seiner Abwesenheit, durch die er Ehre erwirbt, als an den Umarmungen seines Bettes, in denen ich seine Liebe erkannte. Als er noch ein zarter Knabe war und das einzige Kind meines Schoßes, dachte ich schon, wie gut Ehre und Ruhm ihm stehen müssten, und ließ ihn gerne dort nach Gefahren suchen, wo er Ruhm zu finden hoffte. Und so schickte ich ihn in einen grausamen Krieg, aus dem er zurückkehrte, die Stirn mit Eichenlaub umwunden. Aber wäre er dabei nun gestorben, Mutter, was dann? Was dann? Dann wäre sein Nachruhm mein Sohn gewesen. Hör mich an. Hätte ich ein Dutzend Söhne, ich wollte lieber 11 für ihr Vaterland edel sterben sehen, als dass nur einer sein Leben in wollüstigem Nichtstun vergeudete. Himmel schütze meinen Mann vom furchtbaren Aufidius. Er schlägt Aufidius Haupt sich unters Knie und tritt auf seinen Hals. Mich dünkt, bis hierhin tönt deines Gatten Trommel. Mich dünkt, ich sehe es. So stampft er auf und ruft: Heran, ihr Memmen! Ihr seid in Furcht gezeugt, obwohl in Rom geboren! Nichts als Gänseseelen seid ihr!